passiven Investieren. Und das Boah, Kolja, laber nicht so rum. Sag mir einfach, was ist der beste ETF? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkon. Im Intro habt ihr ihn noch gesehen, den lieben Jonathan. Der ist nun aber leider wieder zurück im Hamsterrad in Deutschland, schon kräftig wieder am Treten. Und ich habe mir gedacht, wo jetzt die Aktienbewertungsserie vorbei ist, warum machen wir nicht einfach mal eine Videoserie zum ETF bewerten? Kurz mal ganz kurz, warum überhaupt? Nun ja, ich habe ja schon zwei Videoserien zu ETFs gemacht mit erstmal so den ganzen grundlegenden allgemeinen Basics. Das heißt, wenn du noch ganz neu bei diesem Thema ETFs bist und passives Investieren, schau einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung, da habe ich die beiden dir verlinkt, wie du das Ganze anfängst, was eigentlich Asset Allocation ist und so weiter und so fort. Für alle anderen, ich wollte nochmal eine kleine Auffrischungsserie machen mit meinen aktuellen Erfahrungen zum Thema ETF. Ich habe ja selber erst vor ungefähr 3 Jahren angefangen, in ETFs zu investieren und mittlerweile natürlich so einiges dazugelernt und wollte nochmal eine 5-teilige neue Videoserie machen, die sich auch vor allem dann mit der einzelnen Bewertung von ETFs auseinandersetzt. Weil hier gibt es immer wieder spannende Diskussionen und spannende Fragen. Zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Tracking Error und Tracking Difference? Was sind die TER und warum enthalten die nicht alle Kosten, die bei so einem ETF anfallen und so weiter? Und bei einem ETF, ja, wenn wir den bewerten, dann gehen wir ja in der Regel auch nicht so vor, dass wir jetzt uns zum Beispiel irgend so einen raussuchen und sagen, der ist aber ganz schön gefallen in der letzten Zeitperiode. Deswegen werde ich diesen ETF mir nicht anschauen. Das ist natürlich nicht die Art, wie man einen ETF bewertet, sondern wir bewerten die ETFs in der Regel danach, wie gut sie ihren Index abbilden. Ja, und dazu mache ich nochmal eine aktuelle kleine Videoserie. Heute geht es im ersten Schritt und das Ganze ist im Prinzip auch so aufgebaut, dass du bei Schritt 1 anfängst und dann bei Schritt 5 dann, ja, bei deinem perfekten ETF angekommen bist. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz alle 5 Schritte für dich durch. Also im Barkonschen Stufenmodell zum perfekten ETF geht es als erstes um die Asset Allocation. Das heißt, die einfache Frage, wie viel Kapital habe ich zum Investieren und wie teile ich jetzt das in die einzelnen Anlageklassen, man sagt manchmal auch Assetklassen auf, also Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien oder den Geldmarkt. Der Geldmarkt im Prinzip kurzlaufende Anleihen. Wie teile ich das Ganze auf und warum? Darum geht es im ersten Video heute. Im zweiten Video geht es dann um die Indexauswahl und Art der Abbildung des Index. Also soll ich jetzt einen MSCI World ETF nehmen oder einen Emerging Markets oder doch lieber einen Anleihen ETF oder den ACAWI oder soll ich jetzt vielleicht einen Performance Index des MSCI World nehmen, also einen Performance ETF oder lieber einen ETF, der den Kursindex abbildet. Ja? Im dritten Video geht es dann um die spannende Frage, was ist deine Strategie? Willst du einen ausschüttenden ETF oder einen thesaurierenden ETF und dann in der vierten geht es dann so ein bisschen zum Thema, okay, wie bewerten wir jetzt das Ganze? Weil, wie ich ja schon angedeutet habe, die TER drücken nicht die gesamtlichen Kosten eines Index bzw. eines ETFs aus. Dazu müssen wir die Tracking Difference betrachten und die haben wir auf vielen Infoseiten nicht wirklich wiedergegeben, weder bei finanzen.net noch auf vielen anderen Seiten findest du übersichtlich die Tracking Difference eines ETFs. In der Regel muss man die also selber ausrechnen und dafür gibt es eine einfache Formel, die ich dann im vierten Video mit dir zusammen durchgehe, wo du dann genau immer für den jeweiligen Index, für den du dich entscheiden hast, bei den ETFs angucken kannst, wie sind die Tracking Differences und das ist im Endeffekt nichts weiter als der Unterschied zwischen Performance des Indizes und Performance des ETFs. Und das sind im Endeffekt dann auch die Kosten, die dieser ETF hat. Und im letzten Video ziehe ich mal wieder so ein bisschen die Hose aus und zeige euch so, welche ETFs ich aktuell so im Depot habe, was ich bespare und warum, welchen Ansatz ich fahre und so weiter und so fort. Genug gelabert, jetzt geht's auch direkt los. Okay, kommen wir mal zur Asset Allocation. Die Asset Allocation ist nichts weiter als die spannende Frage, wie viel Geld habe ich hier eigentlich und wie möchte ich das jetzt zum Beispiel aufteilen auf unterschiedliche
Asset-Klassen. Mehr ist Asset Allocation erstmal nicht. Und warum machen wir diese? Nun ja, als Investor, das wissen wir mittlerweile alle, wollen wir nicht nur eine Rendite haben, ja, also schön entweder Dividenden oder Zinsen bekommen, sondern wir wollen ja auch möglichst unsere Risiken vermeiden. Und das können wir mit Asset Allocation tun. Bist du zum Beispiel ein Immobilieninvestor, der beispielsweise schon 3 Immobilien besitzt und diese noch bei der Bank abzahlen muss, aber diese weitervermietet und aktuell eine hervorragende Kondition von 1 oder 1,5% Zinsen bekommen hat von der Bank, aber das Ganze ist jetzt zum Beispiel auf eine 10-jährige Zinsbindung festgelegt. Dann läuft jetzt alles gut, ja, du kannst immer mehr und mehr investieren, es läuft alles perfekt. Aber stell dir mal vor, es würden in 10 Jahren auf einmal die Zinsen steigen oder so, sogar schon davor und deine Zinsbindung ist vorbei und auf einmal sagt die Bank, Ihre Zinsbindungsdauer ist abgelaufen, daher habe ich heute die Ehre, Ihnen Ihre neuen Zinskonditionen präsentieren zu dürfen. Wir haben weiterhin sehr attraktive Konditionen für Sie. Und da können Sie direkt eine Anschlussfinanzierung bei uns vereinbaren. Die monatliche Rate steigt auch nur von 500 auf knapp unter 2000 Euro. Also wir bleiben weiterhin unter 2000 Euro. Dann wärst du gut daran beraten, zwischendrin auch Anleihen-ETFs beispielsweise in dein Portfolio aufzubauen. Warum? Nun ja, wenn die Zinsen steigen, dann steigen ja auch wieder deine Couponzahlungen als Anleiheninvestor und du würdest also dieses gestiegene Klumpenrisiko deiner Immobilien wieder ein bisschen ausgleichen durch die Anleihen-ETFs. Und genau das ist Asset Allocation. Und jetzt haben mich viele Leute in der Aktie mit Kopf Community, Link in der Beschreibung, gefragt, Kolja, aber von welchen Faktoren hängt denn jetzt die Asset Allocation ab? Also du könntest natürlich sagen, ja, das hängt vom Wetter ab. Hast du immer Sonne, dann gehe ich eher Risiko. Ja, hast du viel Regen, dann eher weniger Risiko. Das kann jeder natürlich so festlegen, wie er will. Für mich persönlich sind eigentlich 4 Faktoren ausschlaggebend. Der erste Faktor ist immer die Frage nach deiner beruflichen und persönlichen Situation. Das heißt, was für einen Job hast du? Wie viel Humankapital, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen, was kannst du alles und so weiter? Oder hast du zum Beispiel eine schwere oder chronische Krankheit? Das erhöht natürlich dein Risiko. Wie sieht deine private Situation aus, was die Vermögenswerte zum Beispiel nicht nur deiner Familie, sondern vielleicht auch deiner Eltern und so weiter angeht? Also hast du vielleicht eine Lebensversicherung? Hast du eine private Rentenversicherung, in die du schon länger einzahlst? Haben deine Eltern mehrere Immobilien, die vielleicht schon abbezahlt sind? All diese Faktoren spielen eigentlich schon eine Rolle, weil je mehr Sicherheit du im privaten und beruflichen Alltag bereits hast, desto risikoreicher kannst du natürlich auch an der Börse investieren. Das heißt, es leitet sich immer von dieser Frage ab, wie ist die persönliche und berufliche Situation und kann ich eigentlich nachts noch ruhig schlafen? Weil ich weiß nicht, wie du das siehst. Für mich machen Investments und Aktien und Börsen und ETFs und so weiter nur dann Spaß, wenn ich auch nachts weiterhin noch richtig in Ruhe mir eine Netflix-Folge reinziehen kann von Daredevil und dann in Ruhe einschlafe. Ich will nicht nachts an meine Investments denken müssen und so weiter. Und ich persönlich, ich habe die Risikobereitschaft, die Schwankungen im Aktienmarkt mitzunehmen. Das macht mir nichts aus. Von daher kann ich einen hohen Anteil meiner ETFs auf Aktien gewichten. Aber bei anderen Leuten mag das ganz anders sein. Wenn du zum Beispiel merkst, oh weia, mein Portfolio ist schon 20-30% abgerutscht dieses Jahr und du merkst, dass du jetzt den ganzen Nacht unruhig bist, Schlafstörung hast, läuft nicht mehr im Bett und so weiter, dann solltest du vielleicht am Aktienmarkt ein bisschen risikoloser investieren. Der dritte Faktor, auf den es bei der Asset Allocation meiner Meinung nach ankommt, ist, wie viel Liquidität brauchst du eigentlich? Also bist du zum Beispiel an einem bestimmten Punkt darauf angewiesen, wieder deine Aktien in Cash umzuwandeln und das zu verbrauchen für dein Auto, für deine Wohnung, für dein Surfbrett, für was auch immer. Und da wollte ich dir mal eine interessante kleine Grafik zeigen. Und zwar habe ich jetzt einfach mal hier kurz mir den DAX Performance Index gegenübergestellt. Du siehst ihn jetzt hier in Blau, ja. Und das ist also jetzt seit 2007, also fast 10 Jahre, die Erträge der ganzen größten deutschen 30 Unternehmen, die hier in diesem Index wiedergespiegelt wird. Und die Dividenden dieser Unternehmen werden hier wieder mit eingerechnet. Deswegen heißt es Performance Index. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber was ist denn jetzt diese schwarze Linie? Nun, das ist der sogenannte Performance Rex, also P-Rex genannt. Und der gibt die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 1
bis 10 Jahren an. Und wenn du jetzt dir diese Kurve ansiehst, naja, dann siehst du ja ganz klar, dass es zwar auch eine Wertsteigerung gegeben hat, diese geringer ausgefallen ist als im DAX, aber weitaus weniger Schwankungen hat. Und das ist natürlich genau dann eine wichtige Frage, wenn ich weiß, ich brauche irgendwann mein Geld wieder. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel in 10 Jahren deine Aktien verkaufen musst, ja, weil dann deine Hochzeit ansteht oder die Scheidung oder so, und die kostet genauso viel oder sogar noch mehr Geld, dann kann es ja sein, dass gerade der Aktienmarkt hier oben ist. Es kann aber auch sein, dass der hier unten ist. Und dann müsstest du halt eben mit Verlust deine Aktien gegen die Liquidität eintauschen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, für alle Leute, die schon an spezifischen Punkten mit Liquidität planen müssen, ja, die sollten auf jeden Fall einen Teil ihres Portfolios auch in Anleihen gewichten. Und das ist vollkommen unabhängig davon, dass es jetzt gerade 0% Zinsen auf lange Staatsanleihen und so weiter gibt. Na klar, es ist natürlich jetzt nicht unbedingt sehr sexy, langlaufende Staatsanleihen im Portfolio zu haben. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sich mal anguckt, die Entwicklung, ja, des PREX aus den letzten, ja, 20 Jahren, dann sieht man, auch hier gab es insgesamt eine Wertsteigerung von 300%, wenn du jetzt auf einen ETF auf den PREX gesetzt hättest. Das heißt, diese Situation, die aktuell am Markt ist, die könnte natürlich noch eine Weile andauern, aber ich bin immer der Überzeugung, dass es langfristig eine Regression to the Mean oder Reversion to the Mean gibt und dass sich die Situation am Kapitalmarkt wieder so einpendeln, wie sie normalerweise auch immer vorherrschen. Aber das ist nur meine Meinung. Für mich bedeutet das jetzt trotzdem noch nicht, dass ich sehr viel in Anleihen, ETFs und so weiter investiere, weil mir, wie gesagt, persönlich diese Schwankungen zwischendurch nicht so wichtig sind, sondern nur die langfristige Rendite und ich auch nur mit dem Geld investiere, was ich sowieso nicht brauche temporär und somit ich auch nicht auf Liquidität angewiesen. Also ich fasse an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, berufliche Situation, persönliche Situation, ja. Zweiter Punkt, kannst du nachts noch ruhig schlafen? Dritter Punkt ist, brauchst du zwischendurch Liquidität? Und letzter Punkt, der für mich eine Rolle spielt bei der Asset Allocation, ja, wie viele von diesen kleinen Dingern habe ich jetzt eigentlich zum Investieren? Weil jemand, der jetzt zum Beispiel nur 200 Euro zum Investieren hat, der kann natürlich nicht so viele ETFs und so weiter kaufen, wie jemand, der 100.000 zum Investieren hat. Ich würde immer 1.000 Euro als die sogenannte Mindestdiversifikationsvoraussetzungsschwelle ansehen. Das heißt, alles unter 1.000 Euro würde ich persönlich lieber in Sparpläne stecken, ja, weil sonst die Transaktionskosten, die du ja für deine, nehmen wir mal an, du hast jetzt 800 Euro und du willst 4 ETFs sozusagen halt kaufen, dann hast du jedes Mal auf jede einzelne Transaktion die Gebühren für die Broker, das börsenplatzabhängige Entgelt und so weiter, und das frisst natürlich deine Rendite schon so ein bisschen auf. Wenn du jetzt aber für 800 Euro einfach nur einen einzigen ETF erstmal kaufst, ja, dann hast du natürlich insgesamt gerechnet viel weniger Kosten. Oder du machst, wie gesagt, einen Sparplan. Dazu gibt es auch schon sehr viele Videos von mir, wie das Ganze eingerichtet wird, wie das funktioniert. Das brauche ich jetzt nicht mehr neu erwähnen. Ich verlinke es dir auch nochmal unter diesem Video. Da sind nämlich die Kosten in der Regel anteilig an dem Betrag. Es macht also dort von den Kosten her keinen Unterschied, ob du 100 oder 1000 Euro investierst. Es ist dann immer zum Beispiel 1% vom Betrag oder 1,5% vom jeweiligen Betrag. Und ich mache es da immer so, okay? Sagen wir mal, ich wäre jetzt wieder am ganz Anfangspunkt 0 und hätte ganz wenig Geld nur zu investieren. Sagen wir mal, ich hätte jetzt 500 Euro einmalig zum Investieren. Dann würde ich, was die Diversifikation angeht und die Asset Allocation, einfach mit 500 Euro erstmal in den MSCI World gehen, ja, und dann wieder Geld ansparen. Entweder über den Sparplan oder wenn ich dann jetzt zum Beispiel eine Auszahlung bekomme vom Job, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, irgendwas oder so, würde ich einfach dann diesen neuen Geldbetrag nehmen, um dann zu diversifizieren. Also nicht wieder den MSCI World, sondern dann zum Beispiel den Emerging Markets. Das heißt, man kann die Diversifikation auch nach und nach und nach immer aufbauen. Vor allem natürlich, je länger der Anlagezeitraum ist. So, und jetzt mal ein einfaches Asset Allocation Beispiel, welches dir zeigen soll, welche Anlageklassen eher risikoreich sind, also stark schwankend, und welche eher weniger. Nehmen wir mal an, du hast jetzt 5.000 Euro, die du zum Investieren zur Verfügung angespart hast. Und du sagst dir, ich will einen Teil, nämlich 1.500 Euro in Aktien investieren,
1.500 Euro möchte ich in einen Anleihen-ETF investieren, der nicht so stark schwankt. Und dann möchte ich die restlichen 2.000 Euro jeweils einteilen in 1.000 Euro in Immobilien und 1.000 Euro in Rohstoff wie Edelmetalle, Kupfer, Nahrungsmittel und so weiter und so fort über einen Rohstoff-ETF. Dann bedeutet das, dass deine Asset Allocation zu 70% als risikoreich zu behandeln ist und 30% sicher. Und so kannst du ganz nach deinem persönlichen Risikogeschmack deinen Kuchen zusammenmischen. So, das heißt, diese vier Punkte, ich schreibe sie alle hier nochmal auf, spielen meiner Meinung nach eine wichtige Rolle bei der Asset Allocation. Und damit sind wir auch schon am Ende des ersten Videos angekommen. Ich hoffe, du konntest hier einen hohen Mehrwert draus für dich erzielen und hast vielleicht auch verstanden, warum Anleihen-ETFs vielleicht doch noch für den einen oder anderen Anleger Sinn ergeben können. Und jetzt bin ich mal gespannt, deine Meinung zu erfahren. Was denkst du? Habe ich irgendwas vergessen bei der Asset Allocation? Was könnte noch wichtig sein, ja, auf der Suche nach den perfekten ETFs? Und im nächsten Video, im zweiten Schritt, werden wir dann gucken, okay, wenn ich jetzt mich entschieden habe, ich will so und so viel in Aktien, so und so viel in Anleihen, ja, welchen Index nehme ich denn eigentlich dann? Ja, weil da gibt es ja ganz viele unterschiedliche, die ich jetzt auswählen kann. Und wie soll mein ETF den Index abbilden? Nehme ich einen Swap oder einen physischen und so weiter und so fort. Das Ganze dann aber im nächsten Video. Jetzt kannst du erstmal schön diversifizieren und den Kanal abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh. Ja, einfach jetzt, genau. Ja. Und du musst mir auch. Du musst es mir, soweit ich sozusagen so hochnehmen musste, mit dem Arm schon so. Ja, okay. Nicht so, dass ich es verschütte. Also, ne? Ja. Okay, okay, warte. Also nichts verschütten. Nee, ich werde nichts verschütten. Ich mache, sobald du hier bist schon, dass es nicht so irgendwie so einen Meter absenken muss. Ach ja, das ist schönes Bankgespräch. Herr Barkon, Ihre Zinsbindungsdauer ist abgelaufen. Ich habe heute Ihnen die Ehre, neue Zinskonditionen mitzuteilen.